Aber das passt da nicht rein. Doch! Gut. Eine Art Reflektor. Ein sechseckiges Kartenstück. Das weiß ich auch, wo das hinkommt. Wo ist die Erde? Da. The Globus. Ah ne, Moment. Das ist nicht... Dann halt nicht. Manu. Wie so ein Kind, dieses, wo es diese Spiele gibt. Wo man so Sachen durch Löcher durchstecken muss. Also. So, okay, dann mach mal. Ich glaube, das kommt. Dahin. Geht das Licht wieder aus? Da hat sich nichts geändert. Das ist aber jetzt mysteriös. Na gut, dann... Mir fehlt halt irgendwie so ein Schlüssel, so ein komischer. Kann ich das noch drehen? Nee, ich muss das in diese Richtung machen. Na gut. Also, irgendwas muss ich ja hier verändern in der Zeit. Da! Guck mal, da geht was auf. Oh, das ist ja Spökes. Ein sternförmiges Kartenstück, vermutlich Tibet. Ja, das sternförmig haben wir aber nicht. Wir haben hier so ein Pfeil. Aber irgendwo hatten wir hier was Sternförmiges, oder? Kann man das jetzt drehen? Nee. Ah, Moment. Ich kann das nochmal. Ich kann das nochmal machen. Ein Messingschlüssel mit mehreren Klappteilen. Gut, ich hatte hier irgendwas so mit so einem merkwürdigen Schlüssel gesehen. Da. So, Moment. Gucken, ob mir meine Zeichnung hilft. Ich glaube nicht. Huch. Ah, gut. Hat schon Zeichnung gemacht. Das passt nicht.
Das passt. So. Jetzt kommt hier hin. So. Und die wieder weg hier. Die brauchen wir nicht. Okay. Noch ein kleiner Reflektor. So, ich dachte, man müsste das rumdrehen, aber nein, wir haben noch einen Reflektor bekommen. Das heißt, der kommt dahin. Okay, das sieht sehr nach... Ja, das sieht sehr danach aus. Moment. Ich habe drei Teile, die ich verschieben kann. Ach so, man hat verschiedene Winkel. Das ist ja natürlich auch cool. Immer nur zwei. Gut. Da ist noch ein Teil gewesen. Ein seltsam geformtes Kartenstück, ein Teil Südamerikas. So, Südamerika, du kommst ab in den Globus. Zack. Das ist ein schönes Symbol, das gefällt mir. Aber jetzt kann man, konnte man auch schon vorher dran rumdrehen. Das haben wir noch nicht, aber das haben wir. So. Ach, guck mal, was ist das? Eine Kurbel. Ein Messingkurbelgriff mit quadratischen Bolzen. Ah, quadratisch. Quadratisch praktisch gut. Da haben wir hier was zum Kurbeln. Nee, das haben wir schon. Wo war das denn? War da irgendwo... Da. Ach, du konntest vorher schon. Okay. What the fuck? Okay, da ist jetzt wahrscheinlich wieder der richtige Winkel. Ach, da ist der Anfang. Der richtige Winkel gefragt. Ach, Moment, das kann man bestimmt drehen. Ja, natürlich kann man das drehen. So. Was ist das? Eine aufwendige Holzkiste. Die sieht aber echt schön aus. Die muss ich mir jetzt nochmal vom Nahen angucken. Kann man da dran rumspielen? Oh. Oh, dieses Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das Klacken gehört habt, aber das war sehr befriedigend. So, nu? So, wieder runterziehen, oder was? Oder muss der so bleiben? Haben wir irgendwo so einen Stern gehabt? Da! Mein Teleskop! Dann machen wir das gleiche dann nochmal hier mit.
Nix. Was ist... Wo kommen denn die Dinger her? Okay, haben wir hier unten jetzt alles? Das hier hatten wir noch nicht, ne? Moment! Moment! Das hat hiermit zu tun. Oben. 1, 3. Oh Gott. Also ein 5er-Päckchen unten rechts. Ein 5er-Päckchen und unten rechts. Da. Das letzte Kartenstück. Und ein Brief. 9. August. Die Gesellschaft hatte völlig recht. Wie konnte ich nur derart blind sein? Ich habe einen Abschnitt in diesem Scriptus Nocti gefunden. Eine Beschwörungsformel, der die Energie zu ihrem Antrieb fehlt. Nun, genau diese Energiequelle habe ich. Heute Abend beschwöre ich Astaroth herbei, den die Babylonier Ishtar nannten, den Fürsten der Ankläger und der Inquisitoren, den Enthüller aller Geheimnisse. Punkt. Ist die korrekte Verbindung erstellt, wird alles Wissen des Nullelements mir gehören. Ich platze fast vor Spannung. So vieles gilt es vorzubereiten. 6 von 7. Was? Diese war sehr schön. Kann man. Das war sehr befriedigend. Kann man da ziehen und erfassen? Da muss die so bleiben. Ja, mein Gott! Wenn du das selbst spielen würdest, würdest du auch so reden. So, was haben wir jetzt? Was ist das? Kapitel abgeschlossen. Yay! Ah. So, jetzt sind wir hier oben auf der Platte. Da haben wir schon mal was. Eine Messingkurbelgriff. Ah, was ist das dran? Zieh. Jo, kann ja nichts passieren, ne? Und wir haben noch einen letzten Brief. 15. August. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe die Beschwörungsformel genauestens eingehalten. Astaroth ist nicht erschienen. Keine Antworten haben sich offenbart. Mehr Fragen. Die Visionen haben zugenommen. Sie bedrängen mich und ich kann mich nicht allzu lange an einem Ort aufhalten. Ich versuche, sie im Blick zu behalten. Doch die Linse schmerzt meinen Augen. Ich habe ein Mittel gegen die Schmerzen zusammengestellt. Wer mir folgt und dieses Tagebuch findet, ich vermag dies nicht zu beschreiben. Nicht zu beschreiben. Die Welt der Menschen kennt keine Worte, mit denen es sich erläutern ließe. Das Haus ist nunmehr so sehr gewachsen, überall finden sich Räume. Es ist komisch. Ja, das ist mein Geburtstag. Kann man hier irgendwas machen? Ne, wir haben jetzt so eine olle Kurbel. Die kann man bestimmt irgendwo reinstecken. Ein kleiner Spalt, genau in der Mitte des Tisches. Ne, das passt da nicht hin. Irgendwo muss doch hier ein Loch sein, wo man das reinstecken kann. Das ist auch alles so eine große runde Aussparung. So.